gehört es mittlerweile etwa zum guten Image, wenn man als Rapstar ein eigenes Erfrischungsgetränk auf den Markt bringt? Nachdem Capital BRA, 26, und Shirin David, 26, ihre Fans bereits mit einem eigenen Eistee überrascht haben, kündigte nun auch Rapper Haftbefehl, 35, sein selbstentwickeltes Getränk an. Ist der Schritt in die Lebensmittelbranche aktuell etwa ein Muss für Künstler der Szene? Promi Flash hat bei der Rap-Legende einmal nachgehakt. Es ist natürlich kein Muss, und nicht jeder Künstler ist in der Position, ein Getränk oder ein Produkt abseits seiner Musik auf den Markt zu bringen, stellt Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber Promi Flash klar. Für viele sei es allerdings ein gutes Geschäft, neben dem musikalischen Talent noch ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Doch wie kam Hafti dazu, sein Getränk zu kreieren? Ich habe tagtäglich neue Geschäftsideen, erzählt der gebürtige Offenbacher. Die Jungs des Unternehmens seien mit dem Angebot auf ihn zugekommen. Ich fand die Idee geil, und dann ging die Reise auch schon los, erinnert sich der Chabos-Wissen, wer der Babo ist, Interpret zurück.